Willkommen zurück. In dieser Folge werden wir uns wieder etwas mit den diversen Materialien beschäftigen. Die einfachen haben wir ja schon, aber es gibt ja von vielen Sachen auch die verstärkten Versionen. Und wie wir die herstellen, das müssen wir alles noch lernen. Helft uns gerne in den Kommentaren und dann wird das schon. Soll ich denn ein bisschen wieder Fasern zurücklegen? Was? Ich dachte, ich soll die mir selber holen. So. Das hätten wir hier. Genau, Hand aufs Herz. Legen wir erstmal die Spitzhacke weg. Hier legen wir wieder ein bisschen Knochen rein, damit wir die erstmal los sind. Ja, ist mein Zelt. Jetzt habe ich wieder eins. Hatte ich eigentlich schon Krokodilskopf gemacht? Und jetzt, so, das haben wir ja. Das legen wir mal weg. Das bleibt mein Essen. Ja, hier ist es doch. Noch ein bisschen schmackhaftes Fleisch. Gott, alles da. Stehen Tiere ja alle. Ja, Beet. So, hier. Jeder sitzt auf dem Waran, auch schön. Du bekommst ein bisschen markhaftes Fleisch. Du isst ja noch wahrscheinlich, ne? Hier steht noch meine Gazelle. Hat gar nichts mehr zu fressen. Mal noch Pflanzenfasern holen. Denken wir den Nashörnern aus. Die hatten noch Samen, jede Menge, dachte ich, als ich vor uns geguckt hatte. Mhm. Ja, wahrscheinlich auch. Ja, die fressen noch. Die Fresse noch zu Genüge. Ach, wird jemand angegriffen? Oh. Ach so, unser Krokodil greift den an. Hat das noch Fleisch? Noch 12. Oder kann ich dem halt leider ein bisschen was geben, weil der hat eh gerade ja was getötet. Wo ist jetzt eigentlich Hans? Er steht dort vor dem Rad. Okay. So, du, ich frisst das, ne? Frisst du auch das? Ja, kriegst du auch. Dann nimmst du das. Hans, der Kanz. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Bammel, und vielen Dank für deinen Lurk und hier natürlich noch hoch den Kelch. Hallo. Gut, dass du mich mal ins Trinken erinnerst. Ich habe irgendwie diesen Stream sehr stark vernachlässigt. So, ich bringe dir mal ein Stück mit dir rein. Da fühlt er sich richtig wohl zwischen den ganzen Tieren. Mehr Folgen, Wache halten, Werte erhalten. Taktik. Bei mir gibt's nur Wasser. Nichts als Wasser. Emote. Emote löschen. Emote wählen. Ergeben, setzen. Auf Rücken schlafen. Okay. Wache halten. Hier. Du hast hier Wache. Stille Wasser, ne? Genau, stille Wasser. Ach, jetzt legt er sich hin. Okay, jetzt liegt er hier. Hab ich hingelegt. Wo? Ach, hier. Den findet doch keiner mehr, wenn er hier rumliegt. Den hört man dann, wenn einer drüber trampelt. Wie macht man das? Wie? Das war jetzt ein Emote, was ich dem gemacht habe. Ich komme gar nicht in das Menü rein. Mit E? E gedrückt halten? Geht nicht. Jetzt. Erhalten. Taktik. Aktivität. Emote. Emote wählen. Aha. Setzen. Okay. Ein stilles. Was haben wir noch? Bässerchen. Aktivität: Bewachen mich, Bereich bewachen, alle Gegner angreifen, Angriffsdistanz, Verfolgungsdistanz, nichts angreifen. Bewache mich. Da müsstest du mir aber auch folgen. Der
sitzt immer noch bei mir. Der bewacht mich. Ist ja gut, ja. Emote. Ergibt das sich? Und Aktivität. Reich bewachen. So, du bewachst dich jetzt hier. Du bewachst dich, genau. Bewach dich selbst. Das ist ein Bild. High five. Geht Conny näher. Geht Conny High five. Enno. Sie macht wieder verrückte Dinge da hinten. Ja, gibt's ein Drohfaust. Der knurrt sogar. Grüßen. Salutieren. Ja, hier. Ergeben. Beifall. Ich ergebe mich. Dann dauert es lang, bis er die Waffe zieht. Es sind schon einige Tierchen geworden, ne? Ja. Sieht genauso chaotisch aus wie bei Ork damals. Einen haben wir verloren. Ich weiß gar nicht warum. Weil er wahrscheinlich stark angegriffen wurde von so einer Spinne und vergiftet und dann. Weißt du, woher der schwarze Panda den du verloren hast, ne? Ja. Und welchen Level der hatte. Oh, keine Ahnung. Weil die haben nicht ganz so viel Leben. 1022. Ja, ich hab da Ekel geschickt für solche Viecher. Was hat denn mein schiefer Rücken? Ne, da plus 855. Ne, gut. Da hat er doch schon eigentlich ganz schön was an Leben. Dann ist er einfach zu sehr nach vorn gerannt. Vielleicht haben wir auch nicht drauf geachtet. Denn sein Essen war alle und dort hat er sich nicht mehr geheilt. Das kann sein. Schön, dass du das sagst, wir haben nicht drauf geachtet. Nicht ganz allein nur meine Schuld. Soll ich gleich sagen, du warst's. So, wo sieht es jetzt hinten aus am Eisenstein? Also Eisenbachen werden produziert und zwar noch über 600 Stück. Sie trommelt gerade. Danach werden 143 Stahlbachen produziert und die werden dann auch immer mehr, weil je mehr Eisenbachen entstehen, umso mehr Stahlbachen. Die 143 mehr können gar nicht, weil nur 143 Stahlfeuer hier drin liegen, aber das kann man ändern. Da legen wir die 231 Stahlfeuer noch mit dazu. Hast du jetzt hier schon gehärteten Ziegel mal gemacht? Ah, hier unten ist das. Gehärteter Stein. Gehärteter Stein. Oh, jetzt hab ich es aus Versehen weggemacht. So. Hab ich wieder hingemacht. Was eben drauf gedrückt. Läuft. Wird noch Stahlfeuer produziert. Eine Gerde, den Stein, den muss man, glaube ich, hier reinlegen. Und der wird dann zu gehärteter Ziegel. Achso, das kann sein. Weil aus Stein machen wir ja Ziegel und aus Gerde, den Stein, gehärteten Ziegel. Oh, meine cool. Vermutung. Kann man sehen, ob das so stimmt. Je nachdem, was passiert. So, Insekten essen. Ich schmeiß meinem raus. So, noch ein bisschen Fleisch. Könnte man denn dieses Fleisch geben? Wer will, wer hat noch nicht? Du hast jede Menge, aber du bekommst trotzdem. Trommelwirbel. So. Geh mal rein ins Haus, oder? Da liegt sie. Das Röckchen wedelt in die andere Richtung als das letzte Mal. Hier ist ein Haufen verwitterter Schädel. Da hat er einen Haufen hingemacht, einfach in die Hütte. Ja, ach so, verwitterter Schädel mag ich. Das sind sogar verschiedene. Sind verschiedene, ja. Ich habe einfach jeden Schädel dahin gehauen, den. Da. Und wie sie schön lächeln. Mit den noch vorhandenen Zähnen. Ey, nimm die Hand weg.
Zähnen. Also, ich kann es ja kurz nochmal zeigen auf der Karte. Wir wollen hier drüben, da. Das hier ist der Schwefelsee. Hier soll es auch überall Eisen geben. Hier gibt es ja auch Wasser als Wasserversorgung. Und das ist in das Gebiet ja am besten sogar hier direkt, wo die drei Seen sind. Dort wollen wir hin. Wir hoffen, dass es auch gegnertechnisch funktioniert. Dazu werden wir entweder direkt unten am Fluss, sogar der beste Weg dann, oder? Unten den Fluss rüberlaufen und dann nicht in diese, nicht diese Abschaumtiefen rein, sondern ein Stück nördlich davon, südlich von dem braunen Gebiet vorbei. Und da hoffen, dass wir dort langkommen. Ich weiß es nicht. Ansonsten müssten wir nämlich über Norden und dann hier quer durch. Werden wir sehen. Wollen wir es machen? Siehst du? Genau, ich gucke gerade wegen der Maske, der Sturmmaske. Genau, ich gehe mal direkt hier hinter zum Ofen. Denn hier wird gerade ein paar Eisenbarren hergestellt. Ich werde jetzt mal kurz den Eisenstein entfernen. Dann wird nämlich erstmal Stahl hergestellt. Denn wir benötigen Stahl für die Sturmmaske. So heißt die. Genau, aber es gibt jetzt keine Schwefelmaske oder irgendwas. Nee, es gibt nur die eine Maske. Hi, where's the light? Die müssen wir erst noch herstellen. Wunderschönen guten Abend, where's the light? Ich bin überladen. Ich hatte zu viel Eisenstein mit. Glätt euch schon wieder, ja. Ah, jetzt also habe ich mein Schwert gezogen. Wo kann man die Sturmmaske herstellen? Beim Rüstung mit? Rüstungsmacher. Ja, Werkbank eines Rüstungsmachers, genau. Und dort, die Sturmmaske ist das Ding hier. Wir brauchen wir leichte Polsterung, 2 Stück. Ach, die hatte ich schon mal hergestellt. Und 90 Eisenbarren. Stahlbarren. Das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Haben wir so viel, dass du mir meine Maske herstellen kannst? Also in der Produktion sind so viel, dass wir auf jeden Fall eine herstellen können. Das ist schön. Das funktioniert. Wir haben aber noch genug Eisenstein, um dann noch was herzustellen für die zweite Sturmmaske. Da kann ich ja doch nochmal eine Ladung Eisenstein rüberziehen. So, ich nehme nochmal 100 Eisenstein hier raus. Und lege die direkt mal wieder hier rein. Sturmmaskenstraße 45, genau. Na, das ist eine Hausnummer, hast du gesagt. Nimm das nicht alles so ernst. Nein, nimm es Egon. Das fängt hier auch noch an. Warum nimmst du die Palme weg? Weil ich Harz hole. Nein, du fällst den Baum. Gibt's jetzt hier kein Harz? Doch, was hab ich ein bisschen Harz? Geht eigentlich auch Harz mit der Axt, wisst du was? Nicht, dass ich wüsste. Nee, Harz ist, glaube ich, nur. Ja, Spitzhacke, okay. Dann nehmen wir die Spitzhacke. Denn man braucht ja Harz für. Baumtreffer. Harz für die. Was ist hier? Gehärteter Stein? Gehärteter Ziegel? Nee, erstmal der gehärtete Stein. Ach so. Daraus wird dann der Ziegel. Irgendwie so war das. Gut. Genau, alles ist ernst. So, legen wir die 50 mal noch hier rein. Können wir hier nochmal 25 Stück zusätzlich herstellen. Die Rinde. Ich habe auch noch Harz geholt. Das kommt in diesen Feuerkessel rein. Also du willst das Harz für anderweitige Zwecke verwenden. Das ist dann. Würde ich jetzt nicht wissen für was. Hier habe ich schon wieder ein bisschen. Die Rinde kannst du hier in eine Gerberei legen, dann wird doch daraus noch Leder und Teer. Aus Rinde? Ja, die Rinde ist zum Ratzen wahrscheinlich. Muss doch das Tierfell irgendwie so langschaben, ne? Der ergibt sich immer noch beim letzten Mal. Manfredo, wie ist der? Wer ergibt sich? Ach, der Hans. Ach, der Hans, ja. Nehmen wir den mal mit. Können wir machen, aber da müssen wir dem eine Waffe geben. Da kann man eine Dolche haben. Das können wir machen, da kriegt er die Dolche. Die reparieren. Haben wir noch so viel Eisen, dass ich die reparieren kann nochmal? Eisen dürfte schon hinten was wieder drin liegen. Ofen.
denke ich. Ja, da war was. So, das reparier ich mal. Wie geht's denn euch heute so an diesem schönen Dienstag? Weil wieder etwas kälter war. Es hat heute tatsächlich geschneit. Bei uns hat's geschneit. Einfach mal jede Menge Harz. Und dann schon jede Menge Rinde. Harz ist irgendwie so ein Nebenprodukt noch. Ich hätte gern mehr Harz und weniger Rinde. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Dann noch ein bisschen Fasern mit, die kann ich auch gleich noch mit da reinlegen. Weil am Ende die ganzen Materialien, die jetzt hier produziert werden, die können wir ja dann über unsere Tiere dann mitschleppen. Ja. Ich überlege noch, wen ich dann mitnehmen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Auswahl. Aber ich nehme Hans mit. Kannst du machen. So, können wir noch ein bisschen. Ach, noch mal 44 Stück zusätzlich. Sehr gut. Das läuft. Was ging hier? Würde dann Teer fehlen, oder ist kein Problem? Das kriegen wir auch hin. Nehmen wir hier gleich mal das Teer raus. Legen das in den Feuerschalen mit rein und dann können wir gleich mal noch ein bisschen. Oder nicht? Jetzt sind doch mal 122 Feuer. Ist das Feuer? Stahlfeuer, oder? Stahlfeuer, sowas. Hast du dir schon Eisen genommen? Ja, die Sachen sind schon repariert. Achso, der produziert jetzt auch schon Stahlbarren. Es hat also noch nicht gereicht. Aber ich kann ja mal kurz hier vorgehen. Ich glaube, hier beim Rüstungsmacher lag auch noch Eisen drin. Nehmen wir mal mit. Legen wir mal mit hier rein. So. Wir haben 16, es werden noch 48 produziert. Das ist nur noch zu wenig. Aber wir haben hier auch noch 8. Nehmen wir das so. Nehmen wir nochmal 100 Stück raus. Ich muss mal meine Sachen reparieren, meine Rüstung. Ich glaube, da brauche ich nochmal Eisen. Okay. Was denn? Eisen wird gerade jede Menge produziert, also es sollte schon was. Okay. Ich muss auch mal nach meiner Rüstung gucken. Ach, da brauche ich Tierhaut. Okay. Ach, Kommando zurück. Mehr. Der repariert dann einfach. Oder steht das dann irgendwo? 4 Eisenbahn, 3 Leder. Haben wir jetzt gar kein Tierhaut mehr? Doch, hier. Was brauchen meine Handschuhe? Tierhaut. Meine Stiefel. 4 Eisenbahn, 3 Leder. Also ich brauche insgesamt 8 Eisenbahn. Ich glaube, ich habe gerade alle eingesackt. So, ich habe mal genau die 8, die sind gerade fertig geworden. Achso, okay. Die nehme ich mal gleich mal mit. Sind ja welche noch in Produktion? Nehmen wir gleich mal noch hier das Leder. Leder genommen. Ach, du hast die ganze Tierhaut rausgenommen hier, oder? Nee, die war generell in dem anderen drin. Da war gar kein Tierhaut mehr drin. Aber so. Ja, ich habe alles rausgenommen. Okay. Gut zu wissen, wenn wir da noch was machen. Reparieren. So, ich habe die Hälfte zurückgelegt in die Rüstungsmacher-Werkbank. So, und dann muss man wieder anziehen. So. So. Das ist repariert und das hier braucht Tierhaut. Lege ich falsch hier die Taste. Legen wir das Leder erstmal wieder hier rüber. So, jetzt bin ich alles wieder ganz. Tierhaut. Soll ich die Tierhaut auch hier drüben reinlegen mit beim Gerber? Legen wir das. Ich bin sowieso gerade hier, ich nehme es mach's gleich. Ich habe ja noch geteilt gehabt. Katzen. Ach, ja, eh wollte ich drücken. Jetzt bin ich völlig überladen. Erstmal reparieren wir noch die Handschuhe. Mit Tierhaut. Gleich ist er fertig. So. Haben wir schon mal das erledigt. Dann. Leg mal jetzt hier Tierhaut drüber. Tierhaut gibt es ja auch schnell wieder. Und dann werden wir hier gleich wieder auf Start gehen.
Wollen wir ohne Maske trotzdem dann losziehen oder warten wir erst? Ja, die Maske würde ich schon vorher noch machen. Okay. Dass wir dann auch gleich mal, wenn wir immer dort sind, die Schwefel, das Gebiet angucken können. Das ist so der Plan. Das Holz legen wir hier mit rein. Okay. Dann muss das Stein gleich mal hier mit loswerden. Deswegen, da stellt er gerade noch Eisenbarren her und danach kommen noch die Stahlbarren. Ja, hahaha, moin. Du bist so doof. Aber wirklich. Mann, ey. Oder einfach sowas raus. Ich hab wieder Tierhaut. Dann können wir ja vielleicht erstmal, ich werde mal überlegen, ob ich einen Nashorn mitnehme. Ich habe gerade mal Hans ausprobiert. Okay. An einem Krokodil. Ich nehme jetzt einfach mal das einen Nashorn hier mit. Wo gehst du denn hin? Ich werde erstmal, wo bist du? Ich komme gerade wieder. Okay, und in die andere Richtung wollte ich gehen. Okay, warte auf mich. Nimmst du nur ein Nashund? Nur ein Nashund? Ja, es reicht. Ich nehme das nur ein Nashund. Da kann es als Lebensmittel erfahren. Ich nehme vielleicht auch das Nashund auf die große Reise mit. Ich nehme kein Nashund mit. Das ist so fett, ne? Ich komme mit so vielen Tieren nicht zurecht. Ja, ich nehme auch nicht so viel. Ich glaube, zwei werde ich mitnehmen. Ich werde wahrscheinlich das Nashund mitnehmen und meine Hyäne, weil die Hyäne hat schon volles Level. Die kann gut unterstützen und das Nashund trainiert hoffentlich nebenbei noch ein bisschen. Du musst unterhalten, wir sind dafür die Unterhaltung da. Hier, Nashorn, los, auf geht's. Nashorn? Nashorn? Nashorn, dir beißt ein Krokodil bald in den Po. Hans, du musst noch ganz schön üben. Aber das Nashorn ist wenigstens eine Stufe aufgestiegen. Waffe. Du schwimmst schon wieder. Ja, die werden nicht stärker hier, ne? Nö. Die hat Pfeile. Oh, ist dunkel. So, mal ein bisschen Eisenstein mitgenommen. Hui. Gehen noch hier hinter und holen wir den Eisenstein noch. Der immer hier vorne so rumliegt. Und dann werde ich auch wieder zurück zur Basis gehen. Hast du eigentlich gesehen, dass ich Hans angezogen habe? Ja, du hast ihm eine Rüstung verpasst. Oh. Damit er nicht ganz so schnell drauf geht. Hier oben war noch was, genau. Ja, Eisenstein geholt. Ich schau zurück. Ey, hier ist der mit dem einen. Hans, du kannst. Wo bist du? Na, hier oben. Da gibt's doch mal den einen mit dem Totenkopf. Schafft der Hans das? Naja, hat es jetzt hier nicht geschafft, aber ich habe geholfen. Ich geh jetzt trotzdem zurück. Zumindest. Habe ich jetzt ein paar andere Stiefel noch für ihn gefunden. Das hat ja, Nashorn, steckst du fest? Das hat einen Nachteil an der NPCs dann, ne? Die muss man dann noch ausrüsten. Datieren muss man es nicht. Ah, das stimmt. Aber dafür kannst du bei NPCs auch schon mal Bogenschützen oder sowas haben. Ja, da kommt's Nashorn. Boah, schnell weg. Das Nashorn kommt, schnell weg. Jetzt möchte ich halt gleich mal hier trinken, wenn ich mal im Wasser bin. Während des Schwimmens. Was haben wir denn hier? Fleischfetzen benutzen.
bin auch überladen, aber gut, ich habe mich auch gar nicht großartig entladen. Da lauf mal zurück, hier leuchtet alles so schön. In diesem schönen Anfangsgebiet mit unserer ersten Sandsteinhütte, die Maxi Kauti ganz allein gebaut hat. Ja, und sie hat uns schon gute Dienste erwiesen. Oh, schützt. So wie es sein soll, ne? So, du Nashorn, du bleibst erstmal hier. Geh mal hierher, mal sehen, wie es hier mit Stahl aussieht. So, bitte Stahlhammer. Leg mal noch das hier rein. 45. Dann Jump. Leg mal die 45 hier rein. So, die erste Sturmmaske ist in Produktion. Das oh, schön. Kannst du dir dann holen. Legen wir mal noch den Stein rein. Haha, reingelegt. Pfeile habe ich auch. Pflanzenfasern, Rinde. Jetzt schauen, der frisst doch auch diverse Dinge hier, ne? Wen meinst du denn? Wie komme ich an die? Einfach auf E drücken. Nashorn. Nashorn, mit Samen geht's auf Stärke. Was haben wir noch? Rinde geht Stärke und Vitalität. Dann nehme ich mal hier so. Eine lustige Maske. Lege ich mal ein bisschen Rinde rein. Was hat er noch? Pflanzenfasern ist direkt Vitalität. Mehr habe ich jetzt nicht. Okay, dann gehen wir jetzt hier hoch und legen noch den Germer. Das war es, glaube ich, ne? Rinde, genau. Dass genug hier liegt. Die Samen kannst du auch noch bekommen. Lass uns nachher noch ein bisschen aussortiert. Was sitzt im Baum und winkt? Ein Huhu. Ich mach das TTS gleich wieder aus. Hey Alexa. Schönen guten Abend, Alexa. Ich sortiere gerade noch ein bisschen aus. So, hier, das Holz kann weg. Das ist Essen, das nehmen wir mit. Warte, eines toten Zauberers kann ich jetzt wieder beiseite legen. Wir wissen ja, wo die Höhle ist. Genau. Die haben wir ja gesehen. Wenn mal ein Sandsturm kommt, möchte ich mich mal da reinstellen. Mit der Maske. Müssen wir ausprobieren. Funktioniert. Theoretisch soll es funktionieren. Mhm. Aber Theorie und Praxis, ne? Rüber, ich habe aber noch einen, die gehen in den Mahlstein. Uns geht's hervorragend. Und dir? Ich habe jetzt noch, was hatte ich denn jetzt noch? Falsch, hier, das. Insekten. Ja. Diesmal will ich sie nicht ins Lagerfeuer werfen. Den Knüppel kann ich ja theoretisch hier lassen, oder? Nehmen wir den trotzdem mit. Also ich nehme keinen Knüppel mit. Legen wir den erstmal hier hin. Deiner liegt hier hinten drin, ne? Gut. Ja, geht soweit, klingt jetzt nicht so überzeugend. Ja, die Materialien sind wirklich hier das A und O. Ob wir die alle noch beherrschen werden? Ob wir lernen werden, was es alles noch so gibt? Das werden wir alles erst in den nächsten Folgen erfahren. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Denkt daran, das Abo ist kostenlos. Lasst noch den Daumen nach oben da. Und mögen die Hörner stets nach oben ragen.